Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde Assassin's Creed Valhalla. Und wir sind auf dem Weg nach Kranzerbrück. Hallo? Kann ich mal auf dem Pferd aufsetzen? Let's go! 1000 Meter haben wir knapp vor uns. Also ein ganz schöner Weg. Pfeile auf dem Weg noch ein paar mitgenommen. Hatten wir nicht mehr so viele. Wir haben auch noch Fertigkeitspunkte, sehe ich gerade. Fähigkeitspunkte. Fertigkeiten sowieso. Ah, nee, umgekehrt. Fertigkeitspunkte, Fähigkeiten haben wir gerade bekommen. Jetzt können wir nämlich auch Brandpulver. Wie auch immer wir das dann können. Müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Jetzt gehen wir hier... Nee, Handwechsel wollen wir immer noch nicht. Wir machen hier weiter. Perfekter Angriff. Irgendwie ist das Video gerade ultra schnell, aber okay. Let's go. Okay, auf 1 habe ich das jetzt gebindet. Merkt euch das mal. Das wäre ganz nett. Ich werde mir das definitiv nicht merken wahrscheinlich. Aber Brandpfeile habe ich dann quasi. Ist auch was Nettes, Freunde. Ah, ich muss wieder über die Brücke, ne? Das war auf anderer Flussseite. Ja, vorne verliere ich dich gleich eh, liebes Ferdi-Pferd. Dann kannst du auch noch mal ein bisschen Gas geben. Wäre ganz nett. Was, ich gehe über die Brücke? Wo ist denn die? Das Pferd wird für immer da stehen bleiben. Schade. Geh mal rechts zum Tor. Let's go. Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist der Verräter? Also, der erste wird es nicht sein, glaube ich. Ich tendiere zwischen 2 und 3. 2 Liebeskummer, 3 Machtgier. Schwer. Schwer, schwer, schwer. Liebeskummer oder Machtgier, Freunde? Was denkt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Eivor, der Plan hat funktioniert. Einer von Wigmunds Anführern. Ich fand ihn schnüffelnd, weil Grantas hätte. Denk dran, du musst ihn nicht umbringen. Hab einfach Spaß mit ihm. Ich bin im Langhaus und plane die nächsten Schritte. Armer kleiner Junge. Weißt du nicht, wo dein Papa ist? Gottlose Heiden. Grantabrück liegt im Land von Lord Wigmund von Walledane. Die Stadt gehört rechtmäßig ihm. Armer Soldat. Ich weiß gar nicht, was Heiden solchen gottgläubigen Männern wie ihm antun. Anscheinend kennt er die Geschichten nicht. Wir können ihn ja belehren. Sieh dir diese riesigen Hände an. Die geben ein hübsches Paar Handschuhe ab. Okay. Und sein Herz erst. Das Herz eines so großen Burschen kann eine sechsköpfige Familie eine Woche lang ernähren. Okay. Schneiden wir ihm die Kehle auf und bewässern den Garten mit seinem Blut. Herr im Himmel, nein! Er ist auf der Insel Ege. All der Mann Wigmund ist da im Kloster. Ich schwöre es. Let's go. Ich hätte gedacht, dass es die ganze Nacht dauert. Fesseln wir ihn und lassen ihn verrotten. Ihr verdammten Dänen. Der Herr wird euch aus diesen Landen vertreiben. Euch alle. Möge Gott euren Seelen... Upsi. Diese diebische Ratte hätte uns verfluchen können. Das wollte ich nicht riskieren. Christen verfluchen nicht. Wigmund ist also auf der Insel Ilge. Ich erstatte Soma Bericht. Okay. Ich weiß immer noch nicht, wer der Verräter ist. Alle sind so ein bisschen verdächtig jetzt. Eivor. Was hatte Wigmunds kleiner Bursche zu erzählen?
Wiegmund hält sich im Kloster auf der Insel Elge auf. Versteckt sich bei den Kirchenmäusen. Dann müssen wir einen Angriff planen. Doch ich greife nicht an, solange der Verräter, der im Hörig ist, noch unter meinem Dach weilt. Was hast du erfahren? Es gab Hinweise? Birna ist in dich verliebt. Nicht erwiderte Liebe ist ein mächtiges Gefühl. Birna war schon immer unberechenbar. Doch sie ist zu einer Kriegerin geworden, die sich nicht von Gefühlen in die Irre führen lässt. Birna war einst Schmugglerin. Das ist kein sonderlich ehrenvolles Leben. Selbst die Geringsten unter uns haben Ehre. Das wissen wir Dänen wohl am besten. Okay. Leaf wünscht sich, er wäre auch Anführer geworden. Und jetzt an deiner Stelle. Leaf genießt einen hohen Stellenwert in meinem Clan. Als Schiffsbauer kann ihm niemand das Wasser reichen, und das weiß er auch. Leaf missbilligt die Art, wie du Grantabrück führst. Unter mir blüht diese Stadt auf, zum Beispiel als geschäftiger Hafen für seine Langschiffe. Ich glaube, es ist Leaf. Leaf sagte, seine gelbe Farbe sei gestohlen worden. Gelbe Farbe ist schwer zu bekommen. Er war außer sich, als das passierte. Galen nimmt seine Visionen wichtiger als alles andere. Es grenzt an Besessenheit. Visionen sind wie Wolken. Jeder Mensch sieht etwas anderes in ihnen. Und Galen misst ihnen hohe Bedeutung bei. Ein bisschen, ja. Galen sagte, er sei halb tot gewesen, als du ihn gefunden und sein Leben gerettet hast. Ja, die Menschen hielten ihn für verflucht. Er trieb im tiefen Wasser. Aber hat es nicht jeder verdient, ans Ufer gezogen zu werden? Okay, was haben wir hier für Hinweise? Gar keine. Ich muss noch darüber nachdenken. Natürlich. Suche den ganzen Schier nach Hinweisen ab und sprich mit wem du willst. Okay. Im Sumpfgebiet soll man auch nach Hinweisen suchen. Sprich mit wem du willst. Ja, da sehe ich mich doch. Irgendwer mit mir reden wollen. Hier. Du da. Hast du vor dem Überfall etwas Eigenartiges in der Umgebung von Grantabrück gesehen? Nein. Ich war im Langhaus und trank die ganze Nacht mit Birna und ihren Männern. Die kann echt was vertragen. Also mit Birna besoffen. Hier will wieder keiner reden. Na, du siehst nicht aus wie der Sonnenschein, den ich kenne. Bedrückt dich etwas? Es gibt ein paar Dinge, die mich beschäftigen. Was geschah in der Nacht des Überfalls? Alles war friedlich. Eine schöne Nacht, mit Nebel und allem. Plötzlich kamen die Sachsen von überall. Und Soma brüllte wie ein riesiger Bär. Als sie zum Rückzug rief, liefen wir zu den Langschiffen, um uns im Sumpf neu zu sammeln. Es war ein Hinterhalt, nicht mehr und nicht weniger. Okay. Es muss schmerzen, jemandem zu dienen, den du so sehr liebst und der dich nicht zurückliebt. Ich hab die so ein bisschen im Verdacht. An manchen Tagen tut es sehr weh. Dann muss ich mit der Hand auf mein Herz drücken, damit es mir nicht die Brust zerreißt. Du warst Schmugglerin. Manche sagen, du seist nicht vertrauenswürdig. Und Wasser ist nass. Große Überraschung. Ich erkenne Gelegenheiten und nutze sie. Bislang kam das Soma zugute. Sie weiß, wer ich bin und was ich war. Und sie vertraut mir. Wer könnte besser zwischen einem Witz und der Wahrheit unterscheiden? Ich? Spottstreite. Birna, Grantabrück wurde nicht zufällig erobert. Jemand hat den Sachsen den Langhaustunnel gezeigt. Und möglicherweise warst du es. Dutzende haben mich in jener Nacht trinken sehen. Ich würde meine Leute nie verraten. Und jetzt Schluss. Es wäre besser für dich, wenn du gehst. Weg von mir. Okay. Die hat also nicht den entscheidenden Hinweis. Sagen wir es, wie es ist. Ha.
Da unten ist einer. Martin-Tipp. Hast du in der Nacht des Überfalls etwas gesehen? Nur Leaf, wie er tapfer kämpfte. Wusstest du, dass Leaf ein Gedicht in jedes seiner Langschiffe ritzt? Er ist Handwerker und Wortschmied. Wo sind diese Langschiffe jetzt? Leider verloren im Nebel der Fans. Könnte ich sie wiederholen? Ich würde es tun. Er wäre so dankbar, wenn er seine Kunstwerke zurückbekäme. Sicher. Ich wünsche dir viel Glück. Okay, die hat keinen Hinweis für mich. Die wollen nicht reden. Hier ist wieder Kollege Schnürschuh. Eivor, du siehst aus, als fehlte dir der Wind in den Segeln. Was ist los? Ich frage mich. Du sagtest, du könntest Zomas Befehle oft nicht nachvollziehen. Das stimmt. Dennoch befolge ich sie. Das ist meine Pflicht, meinem Clan und meiner Jarlskona gegenüber. Die Ehre eines Mannes beruht auf seinen Taten, nicht seinen Gedanken. Vor dem Überfall wurde deine gelbe Farbe gestohlen? Ja, und gelbe Farbe ist schwer anzurühren oder zu beschaffen. Ich war außer mir wegen des Diebstahls. Wie hast du dich gefühlt, als Gudrum Soma und nicht dich zum Statthalter von Grantabrück ernannte? Haben wir eigentlich schon gefragt, wenn Ehrbarkeit einfach wäre, gäbe es keine schlechten Menschen. Ja, diesen Posten hätte ich auch gewollt. Aber ich bin vor allem ein Ehrenmann. Was denkst du, hat sich in der Nacht des Überfalls abgespielt? Ich habe in der Schiffswerkstatt gearbeitet. Plötzlich brach mitten in der Stadt ein Feuer aus. Und Soma befahl den Rückzug. Gut erkannt. Jemand muss doch den Sachsen vom Tunnel unter Grantabrück erzählt haben, Leaf. Möglicherweise warst du es. Du beleidigst mich, Eivor. In der Nacht, als Grantabrück fiel, arbeitete ich in der Schiffswerkstatt. Ich konnte das Kampfgetümmel schon hören, als Soma den Rückzug befahl. Ich war weit entfernt vom Ort, an dem die Sachsen... Wo war der Letzte oder die Letzte? Ich hoffe, du bist jetzt fertig, Eivor, denn ich habe genug. Der Letzte war's. Ja. Dingstyp. Hier will wieder jemand reden. Ist vor dem Überfall auf Grantabrück irgendetwas Eigenartiges geschehen? Ich sah, wie zwei Sachsen an der Stadt vorbeiritten, während ich Wache schob. Einer in Richtung Kloster in Meldeburne, der andere zum Lager in Utmetsch. Ich hielt sie verboten. Ich habe mir nichts dabei gedacht, weil sie nicht zu uns wollten. Okay. Meldeburne war einer. Und einer Utrecht. Wo auch immer das ist. Keine Ahnung, wo das ist. Okay. Das sind schon mal neue Informationen auf jeden Fall, die wir da bekommen haben. Hier will wieder jemand reden. Hallo, hast du in der Nacht des Überfalls irgendetwas Verdächtiges gesehen? Ich sah, wie jemand vom Rande Grantabrücks zum Ufer rannte, gerade bevor die Kämpfe begannen. Es war zu dunkel, um jemanden zu erkennen. Rande Grantabrücks zum Ufer, also hier irgendwo. Überraschung. Ich frage mich. Die Vision, die du von dir und Soma hattest, wie deutest du sie? Eine bohrende Frage. Ich glaube, dass Soma mich zu etwas Großem führen wird. Wie schwer es auch sein mag. Dass sie mit meinem Schicksal verbunden ist. Okay. Warum warst du dem Tod nahe, als Soma dich fand? Ich verließ meinen Clan wegen der Visionen. Sonst weiß ich nicht viel. Die heiligen Pflanzen hatten meine Erinnerung vernebelt. Aber mich dürstete nach mehr. Vielleicht verstehst du es nicht. Aber Soma schon. Sie weiß, dass die Götter einen Plan für mich haben, der jedes Wagnis rechtfertigt. Hast du etwas Verdächtiges bemerkt, als der Überfall begann? Ja.
Eine Welle von Sachsen, die wie von Geisterhand im Herzen von Granterbrück erschien. Verdächtig wie ein Aal mit Flügeln. Ich habe ununterbrochen gekämpft, von einer Nacht bis zur nächsten. Das Ende hast du selbst gesehen. Fast hätten mich die Wölfe erwischt. Okay. Jemand muss die Sachsen in den geheimen Tunnel von Granterbrück geführt haben, Galen. Ich glaube, möglicherweise warst du es. Ich floh vor dem Überfall, schlug auf Sachsen ein und betete, dass eine Walküria meine Gefallenen nach Walhall bringen würde. Du stichelst wie ein lästiger Dorn. Das höre ich mir nicht an. Sei froh, dass ich dich nicht niederstrecke, weil du meine Taten schmälerst. Der ist gut gelaunt auf jeden Fall. Mag noch irgendwer hier reden. Beruhige dich, gutes Loki. Hier will keiner reden. Will hier irgendwo irgendwer reden? Auf den ersten Blick erstmal nicht. Hier. Ach, das ist die Händlerin, die will gar nicht reden. Hallo und willkommen. Wir sehen uns bald wieder. Da hat man kurz Hoffnung, dass jemand mit einem reden will. Er ist auch irgendein Händler wahrscheinlich, oder? Ist dir in der Nacht des Überfalls etwas Seltsames aufgefallen? Wenn ich darüber nachdenke, eines der Langschiffe lag woanders als sonst. Weiter im Norden, am Flussufer. Und wo genau? Nordöstlich von hier, am Ufer entlang. Ist aber ein paar Tage her. Vielleicht ist es nordöstlich. Nordöstlich. Nie ohne. Hier irgendwo. Schwer, Freunde, schwer. Sonst will ja keiner reden hier, ne? Das ist halt auch hart, wenn keiner reden will. Vielleicht treffen wir hier noch irgendwen, der reden will. Aber sieht nicht so aus. Hier ist auch einfach keiner mehr. Ganze Zeit irgendwelche Tasten, aber nicht die richtige. Ist hier vorne ein Schiff? Hier ist ein gesunkenes Schiff. Oh, come on. Oh, come on. Gelbe Feder. Freunde, sollen wir ihn einfach anklagen? Gelbe Feder ist halt schon ein bisschen verdächtig, ne? Wenn man mal ehrlich ist. Guck einfach mal, was passiert, wenn wir ihn anklagen. Ich sag, es war der Typ mit der gelben Farbe. War das Liv?
Hier ist auch gelbe Farbe. Sehe ich gerade erst. Das führt hier lang. Hier ist auch noch gelbe Farbe. Und hier steht ein ganzer Eimer davon. Jemand hat diese gelbe Farbe bis zum Flussufer runtergeschleppt. Hier wurde hastig ein Langschiff bemalt. Dann segelten sie los. Mit Verbündeten als Besatzung. Wohin sind die gesegelt, ist die Frage. Wo bin ich? Hallo? Was heißt dieser weiße Punkt? Nix an sich, okay. Also ich verdächtige einfach den mit der gelben Farbe jetzt. Ach, Suche im Sumpfgebiet. Ich muss echt in den Sumpf jetzt. Wo ist denn das Sumpfgebiet? War hier nicht der Sumpf? Suche im Sumpfgebiet. Haben wir hier was Neues? Oh, neues Schild, okay. Komm, ich verdächtige den jetzt erstmal. Oder? Suchen wir noch weitere Hinweise. Wo könnte ich noch Hinweise finden? Ist so eine Frage. Schweres Los, alter Mann? Diese Ratten. Ich habe alles versucht. Lauge vergossen, Heuschrecken geerntet, Kinder angeheuert, um sie zu fangen. Ich brauche ein ganzes Heer von Wundern. Die sind lästig und haben deine Ernte zerstört. Ach, die Götter können Ratten nichts anhaben. Ha, ihr Heiden und eure Götter. Ich will nur ein Feld ohne Ratten, um die guten Menschen im Schier zu ernähren. Du brauchst ihre natürlichen Feinde, um sie im Zaum zu halten. Verdammte, verfluchte, elende Ratten! Ratten. Die sagen mir jetzt gar nichts, oder? Hier will noch jemand reden. Ich glaube, dein Katzenheer hat eine Bestimmung, von der es noch nichts weiß. Du bist die Freya der Fans. Was? Wer zur Hölle ist Freya? Ist das die Metze, die letzte Woche meine Katzenkönigin essen wollte? Vergiss es. Ich überlasse dich deinen Katzen. Schönen Tag noch. Schönen Tag. Und gib gut auf dich Acht. Okay. Kusch, gleich meine Bucht fährt. Crazy Frau. Wir sollten vielleicht auch einfach an so einem Debattiergedöns teilnehmen. Vielleicht löst das auch einfach alles auf dann. Wenn ich dann zu einem von denen sage, hey, seid ehrlich zu mir. Die Frage ist, ist dieses Ding hier das Debattiergedöns? Debattier, wie hieß denn das? Römisches Artefakt. Dienste, Urlock, Wetttrinken, Markt. Gibt's hier nicht Debattier irgendwas? Ja, was mache ich da? Geht leider nicht, was das ist, ne? Let's go. Gehen wir da mal hin. Und wenn wir da nichts rausfinden oder dass das Falsche ist, dann gehen wir den mit der Farbe verpetzen. Ah, sehe ich mich. So, was soll das hier sein? Oh, du, Dannin, komm näher. Was willst du von mir? Du
siehst kampferprobt aus. Aber wirst du dich auch der größten Herausforderung deines Lebens stellen? Wovon redest du denn? Ich rede von einer fürchterlichen, monströsen Macht, deren Namen man im ganzen Lande fürchtet. Let's go. Bergall, der Gesichtslose. Der gefürchtetste Spottstreiter. Spottstreiter, genau das wollte ich machen. Ein Spottstreiter. Mehr nicht? Fergal, der Gesichtslose, hat schon andere Zweifler vor dir bezwungen. Wirst du dich ihm stellen? Easy. Dann zeig mir diesen Gesichtslosen. Was? Oh Gott. Du bist überaus mutig. Oder auch überaus leichtsinnig. Komm, ich gebe dir den Schlüssel. Dieser Schlüssel öffnet den Weg zur Fergals Höhle, die du hier vor dir siehst. Das Haus Let's hier? Go. Das ist kein Haus. Das ist ein Hort der Albträume. Eine Todesgrube, derer nur wenige unversehrt entstiegen sind. Von Worten. Unversehrt von Worten. Geh. Geh nur. Möge Gott mit dir sein. Okay, let's go. Oh, eine Tür drin. Sitzen. Wo bleibt der Gesichtslose? Let's go. Ein neues Opfer. Wer wagt es, den mächtigen Fergal, den Gesichtslosen, herauszufordern? Eivor vom Rabenclan. Eivor vom Rabenclan. Meine nächste Mahlzeit. Bist du bereit, dich wörtlich ausweiden zu lassen? Let's go. Das überlebe ich schon. Ich bin Fergal, gesichtslos. Und ich bin klug und stark. Aber du nämlich nicht. Du bist nämlich hässlich und dumm und voll der Feigling. Und wahrscheinlich traust du dich nicht mal gegen mich anzutreten, oder? Hast du schon angefangen? Ja, klar. Ich meinte, du traust dich nicht mal gegen mich anzutreten, du. Sag mal, ist das dein Ernst? Alle rufen gleich Buh. Aha, du denkst wohl, deine Reime sind besser als meine, hm? Dann hör besser zu und weine. Ha! Ich bin sehr klug. Worte kenne ich genug. Ich bin ein kleiner Bub. Der Sieg gibt mir einen Schub. Und du bist dumm. Du hast keinen Mumm. Deshalb bleibst du jetzt stumm. Kavum. Das sagst du? Du krauchst hier in der Höhle herum. Oh, das war ein großer Fehler. Mach dich auf meinen tödlichen Endreim gefasst. Jetzt kommt das Battle, Freunde. Und mein Wortgefecht ist gut. Ich halte meine Zankrede, während ich dich ins Grab hebe mit meiner Zankrede. Zankrede auf Zankrede heim. Erschüttere dich bis aufs Mark, weil ich dich jetzt hier schlag. Also, ehe ich noch mehr von dir höre, gehe ich lieber gleich selbst in mein Grab. Du, ich, warte ganz kurz. Gewonnen. Ich brauche einfach noch kurz Zeit. Fergal, gesichtslos oder doch eher sprachlos? Nein, gleich hab ich's. Mein Todeszankschlag, er kommt. Ich, Fergal? Hallo? Der ist weggerannt. Let's go. Da können wir noch mal zu einem von denen gehen, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wo waren die denn noch mal? War hier vorne nicht einer irgendwo? Ich weiß es einfach nicht mehr. Hier vielleicht? In dem Haus? Das war das Spalthaus, da war ich doch gerade. Lol. Okay, ich finde die nicht mehr, weil die nicht mehr auf der Karte markiert sind. Von daher, ja, verpetze ich jetzt einfach den Magierring. Hast
Hast du in Grantabrück Schier genügend Hinweise gefunden? Bist du bereit, den Verräter zu benennen? Ich glaube, wir haben genügend Beweise. Du warst sehr gründlich. Wer ist der Verräter? Liv war der Verrückte, ne? Liv hat dich verraten. Bist du dir sicher? Okay. Was bedeutet das für mich, wenn der es nicht ist? Das wird das Schwerste, was ich je tun musste. Bleib bei mir, Eivor. Ich brauche dich. Wie gedenkst du, damit umzugehen? Wie es eine Jarlskona muss. Uh-oh. Meine Familie, mein engster Kreis. Heute sorgen wir dafür, dass das, was uns widerfuhr, nicht noch einmal geschieht. Wir beenden Wiegmunds Leben. Doch nicht alle von uns. Denn man überlebt den Winter nicht mit einer Ratte in der Vorratskammer. Mhm. Liv. Du hast mich verraten, Liv. Soma, das stimmt nicht. Ein erwachsener Mann sollte seine Eifersucht besser im Griff haben und sich nicht in Wahnsinn und Verderben stürzen lassen. Aber du... Jeder einzelne unserer Gefallenen. Komm mir ein bisschen schlecht vor, weil ich nicht genug recherchiert habe. Sein konntest, wo ich jetzt bin. Ich habe dir immer treu gedient, Soma. Ich würde nie meinen Clan verraten. Meine Familie. Ich bin ein Mann von Ehre. Und des Ehrgeizes. Fuck. Wiegmund hat dich lange vor meiner Klinge von uns genommen. Freunde, falls ihr die Mission spielt. Guckt lang genug nach. Fühlt sich an, als hätte ich mir einen Arm ausgerissen. Wiegmund verdient den Tod. Aber ihn zu töten, wird deine Familie nicht wieder vereinen. Glaubst du, das wüsste ich nicht? Es geht um die, die mir folgen. Wer sich mir anschließt, leistet einen Eid. Und wer ihn bricht, muss leiden. Wir schlagen am Rand der Insel Ilge unser Lager auf. Triff uns dort. Okay, Freunde, aber das... Sie trägt die Bürde der Verantwortung auf der einen Schulter, die Liebe ihrer Leute auf der anderen. Okay. Dieser Verlust brachte sie aus dem Gleichgewicht. Es wird Jahre dauern, die Verbindung zu ihren Leuten zu heilen. Und doch ist sie von einer Last befreit, erleichtert. Sie ist eine Anführerin, keine Freundin, Eivor. Ihr Fehler war, dass sie dachte, sie könnte beides sein. Crazy shit. Ich habe einen eisernen Magen. Freunde, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao.